Applaus, Applaus. To be right there.
Lissabon, live bei Ken FM. So, ich stehe jetzt neben dem Bassisten, der auf der Platte auch schon mal Cello spielt, ne? Michael. Ja, hallo. Ja. Michael, ja. Ihr habt euch was völlig Verrücktes ausgedacht, nämlich ein Gewinnspiel. Was ist das? So ist es. Und zwar soll jetzt jeder von euch auf unsere Lissabon Facebook-Seite gehen. Wie heißt die denn? Findet man unter facebook.com/LissabonBand Berlin. Ja. Lissabon Berlin. Oder unter lissabonband.de findet man auch den Link zur Facebook-Seite. Und Erik wird jetzt live sofort ein Zitat reinstellen. Mhm. Und zwar musikalisches Zitat? Das will ich offen lassen, aber es ist zum Thema Wahl. Okay. Ja, und okay. Die ersten drei, die rauskriegen, von wem das Zitat ist, kriegen von uns ein Album zugeschickt. Wunderbar, also nochmal, genau. ihr nehmt jetzt aktuellen Bezug auf die Wahl. Es wird ein Zitat zur Wahl, was mit Politik zu tun hat, auf eurer Facebook-Seite. Politik nicht, aber es geht um Wahl. Es geht um Wahl, genau. Ihr werdet das einfach auf die Facebook-Seite von euch stellen, nämlich Lissabon Berlin. Genau. Ja. Ja. Und wer da zuerst weiß, woher das Zitat kam, wer als zuerst das gegoogelt hat oder sagt, das hat doch mein Vater gesagt damals, der kriegt eine Platte zugeschickt von euch. Sehr wohl, genau. Ja, super. Am 29. diesen Monats werdet ihr spielen Theaterschiff in Potsdam. So ist es, ja. Da spielt ihr wahrscheinlich eure neue Platte rauf und runter. Auf jeden Fall, dreimal. Dreimal rum, 13 Tracks drauf. Spielt da noch eine Vorband? Dort spielt eine Vorband und zwar Henrik Kete, ein Künstler aus Berlin, sehr gut, auch sehr gut mit uns befreundet und lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Wann geht das los? 20 Uhr? 20 Uhr, denke ich. 20 Uhr Theaterschiff. Obwohl, das kann sich noch vielleicht ändern, deswegen immer schön auf der Facebook-Seite bei uns gucken. Da ist man auf dem aktuellen Stand. Okay, vielen Dank erstmal fürs Kommen, Lissabon, zum wiederholten Mal live bei KenFM. Hat uns sehr gut gefallen. Sehr, sehr schön, dass diese Musik nicht wegstoppt. Wir hören jetzt noch einen Song, Lisa. Ne? Ja. Welcher wird das sein? Der heißt High Enough. Ist auch der letzte Song auf der Platte. Nein? Ach nee, okay, Runaway ist noch besser. Ja, ist aber nicht der letzte Song auf der Platte. Nein. Gut, ja, Riesenapplaus für Lissabon. Exactly. I wish I could stay, but the pain cuts like a knife by yourself, no matter what they say. You know I can't stay, but be sure I will be there. In every situation, doesn't matter, I'll take care. And so I stay behind the station. The train goes by about 3 a.m. I get so tired when I have to explain, so I run away. I got you on a
Lissabon, live bei Ken FM und am 29. diesen Monats Theaterchef in Potsdam. Lisa, eine letzte Frage. Ich habe dich auf der Bühne die ganze Zeit beobachtet, während du singst. Mhm. Ist das der Ort, wo du richtig glücklich wirst, wenn du singst? Ja, wenn ich dann singe, ja. Vielen Dank. Ja? Applaus für Lissabon und Band. Also, ich verstehe diese Wind wegen dieses Wall gar nicht. Bei mich an das Käseteken kannst du das jeden Tag machen. Das Wählen zwischen das Käse.